Willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Warum ich in dieser Welt bin? Ich habe beschlossen, wir holen uns erst den Move, den wir für Freezy the Peak brauchen. Und das hier ist Gobby's Valley. Damit werden wir uns auch noch in diesem Part befassen. Ich habe es jetzt wieder etwas umgestellt. Das sieht jetzt wieder etwas crappiger aus als das andere, aber egal. So, der letzte Move müsste sich da hinten befinden, dass er auch tut. Und diesen schnappen wir uns natürlich. Das sind echt coole Turnschuhe. Kazooie kann sie an den dünnen Stelzen tragen und für eine bestimmte Zeit in einem Affenzahn herumflitzen. Jetzt kennt ihr alle Moves, die ich euch in dieser Welt beibringen wollte. Cool. Die werden wir auf jeden Fall für einen Puzzleteil brauchen in... Hoppla, das wollte ich nicht. In Freezy the Peak. Und das war's auch schon. Ich wollte euch das eben nur zeigen. Wow. Ach, den Weg machen wir jetzt auch noch zusammen. Weil Baum, ja. So, wie gesagt, ich sammle hier noch nichts ein. Das ist alles jetzt erst für den nächsten Part. Weil hierfür brauchen wir auch noch einen Move aus Freezy the Peak. Also wäre das eh egal. Unsere Bestleistung ist 0 Noten. Okay, es wird anders. Hier ist etwas FPS. Hoch oder hinten ist übrigens ein Tilda oder wie auch immer die heißt. Wegen dem Sand. Und wir wollen nach Möglichkeit noch rüberkommen. Alles klar. Wäre erledigt. Und jetzt sind auch ein paar Gegner schon entkommen, die wir noch nicht gesehen haben, aber trotzdem. Das Puzzleteil hier haben wir ja bereits in unserem Besitz. Naja, wie dem auch sei. Gehen wir jetzt einfach mal weiter. Na, Freezy the Peak. Freezy the Peak müssten wir dann eigentlich auch einen Gegner da schon rausgeholt haben. Dadurch, dass ich hier kurz drin war. Ja, da ist er. Mein Gott, Schneeball. So. Freezy the Peak, da wären wir. Diese Welt hält einen neuen Move für euch bereit. Mein Gott, wer bist du? Aua, ich habe solche Bauchschmerzen. Ich hätte dieses funkelnde Ding nicht futtern sollen. Bitte helft den armen Boggy. Au, ja. Er hat ein Puzzleteil verschluckt. Was anderes glänzendes Goldenes gibt es hier nicht. Doch, ja, Noten, aber die sind nicht ganz so golden wie die Puzzleteile. Fenster auf rumzuspacken. Und das ist Freezy the Peak, eine Schneewelt und ganz natürlich in der Mitte ein riesiger Schneemann. Von wo bitte? Mein Gott, lauf. Lol. Spasti, stirb gleich. Wir machen, glaube ich, erstmal das hier. Das ist eine Mission, die ich persönlich früher mal sehr gehasst habe. Wir müssen den Twinklies retten. Beschützt uns auf dem Weg zum Baum. Vor den Lichtfressern. Wenn wir den Baum beleuchten. Und das sind die hier. Muss hier einer auftauchen? Ja. Genau, taucht asynchron auf. Das ist auch fair. Ich hasse das. Nein. Böse. Böse. Ja, ich spawn genau so, dass genau einer jetzt stirbt immer. Da wir haben nur... Wie viel waren das? 90 Sekunden? Mein Gott, no. Müsste noch hinkommen. Nervige Arbeit. Vom Prinzip ist das eigentlich alles ein perfektes Timing. So, wir haben es jetzt eigentlich schon vom Prinzip her geschafft. Wir haben uns noch überleben. No. Und wir haben es geschafft. Chillen wir einfach ein bisschen. Puh, ziemlich knapp. Na, geht. Würde ich jetzt nicht so sagen. Das hat noch geklappt. Das da ist übrigens ein Gegner. Er sich da noch teilt. Und in uns drin natürlich dann auftaucht und wir ihn dann durch nicht treffen können. Und wir haben ihn besiegt und dadurch kriegen wir ein paar Honigwaben. Wir holen uns erstmal die Noten, bevor ich die noch nachher vergesse. Und dort drüben müssen wir Eier hinballern. War es, glaube ich. Oh Gott. Abgedreht. Finde den Stern. Oh Gott, nein.
Ich wusste nicht, dass es direkt in Kombination kommt. Verdammt, warum kommt das jetzt direkt in der Kombination? Nein, finde ich nicht cool. Nein, was ist das denn? Okay, wusste ich nicht, dass du da bist. Aber dennoch, was ist das denn? Die Flugplatte war nicht hier. Gibt's auch zu, ja. Ja, genau. Okay, das kann man schon mal voll vergessen. Alles klar. Wir müssen dreimal durch diesen dummen Stern fliegen. Wohlgemerkt. Statt dass einmal nicht schon genug wäre. Nein, dreimal das Ganze. Muss dann noch so steuern. Das ist schon etwas doof. Noch einmal, komm. Komm. Knapp. Aber wir haben es geschafft. Und da drin befindet sich ein Puzzleteil. Also, die Aufnahme wird etwas schlechter aussehen. Jetzt liegt nicht an der Renderung oder so. Die Rendert sind die alle gleich. Aber, ich meine, wenn ich jetzt wieder auf Vollbild spiele und dadurch das Bild ein bisschen verzogen ist, da ist auch noch ein... Du. Nein. Was ist das denn? Im Ernst. Lol. Jetzt aber, komm. Nach oben. Wir wollen in den dummen Baum. Wo wäre jetzt gedacht? Termiten oder Ameisen oder was haben wir das? Oh, das müssen wir einsammeln. Das ist wichtig. Ich bin ein Geschenk. Ich mache traurige Bären. Ja gut, das ist für eine Nebenquest. Wir hätten in... Also, was heißt hier Nebenquest? Alles ist hier wichtig. Da in dem Iglo, das ich euch nicht gezeigt habe, sind drei kleine Eisbärkinder. Diese Kinder von Boggy. Der wollte, glaube ich, soweit ich das weiß, die Geschenke holen. Aber ist... Dann hat er irgendwas Leckeres gefunden, wie das hier. Und dadurch hat er keinen Bock mehr gehabt. Das überleben wir locker. So, erster Puzzleteil hätten wir schon mal. Auch hier habe ich eigentlich keinen so richtigen Plan, wie ich denn gehen will. Ist mir eigentlich auch wurscht. Einfach rumlaufen, da ist der Move, den wir noch brauchen, der ist wichtig. Ich komme ein bisschen näher. Mit dieser Attacke wirfst du die Königin der Lüfte, Kazooie. Klingt super, erzähl mehr, Blindschleiche. Wenn du fliegst, drück den B-Knopf, um einen Sturzflug Ziel herabzuschießen. Ziel genau, jeder. Es kostet eine rote Feder. Göttlich, ihr habt alle Moves des gesamten Spiels erlernt. Ja, ich dachte, nein, haben wir schon. Wir haben schon alles. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil so diverse Sackviecher, die wir jetzt aber töten können, dadurch. Ich zeige euch den Move mal am besten hier dran. Drücken B. Ja. Das Puzzleteil ist morgen. Das Problem hier, finde ich, sind immer noch die Federn. Bei mir gehen die hier meistens in dieser Welt aus. Das ist eine Tatsache. Und das ich jetzt auch hasse, aber es ist wichtig. Headshot. So können wir diese Typen besiegen. Ist doch schön. Hier muss der Hexenschalter drunter sein. Ist er auch. So, das ging ja bis jetzt ganz gut vom Prinzip her. Bis jetzt habe ich noch nicht richtig gefailt in dieser Welt. Da unten ist dann eher, da unten sitzt das Geschenk. Bamf. Der da hinten hat eine Honigwabe. Kann man jetzt ja schon mal sagen. Das war, glaube ich, der. Und. Headshot. Wow, ich bin ja richtig präzise heute. Oh Gott. Au. Das Wasser ist kalt und wir kriegen dadurch Schaden. Verdammt. Jetzt ist alles so perfekt geklappt, nur diese eine Sache nicht. Da kommt mir ganz gelegen, weil ich glaube, wir müssen hier später gar nicht mehr hin. Deswegen können wir jetzt schon mal hier das so alles aktivieren, was hier so ist. Den tollen Hexenschalter. Das Puzzleteil befindet sich da oben. Und um das zu aktivieren, brauchen wir auch, glaube ich, die Supertreter. Oh Gott, kalt. Oh. Ist jetzt was zu kalt, dann bleibe uns lieber raus, ja.
Wir schnappen uns das Puzzleteil, was wir gerade vom Schneemann bekommen haben. So, das macht schon mal zwei und wir sammeln noch die restlichen Noten ein. Den Mumbo-Schädel, wir brauchen glaube ich 12, 13, 14, 15? Was weiß ich. Dann jumpen wir hier wieder eiskalt rüber. Oh, das Wasser ist natürlich immer noch zu kalt. Hat sich noch nichts dran geändert in der kurzen Zeit. Ja, wie nah soll ich noch angehen? Federn. Federn. Ich spiele mit Joypad wohlgemerkt und das ist wirklich nur eine Emulation. Deswegen sieht das so ein bisschen crappy aus. Headshot. Achso, das ergibt... Ach, das war das Puzzleteil, das ich gesucht habe. Ich habe mich gewundert. Ich meinte, ich hatte in meiner Erinnerung, dass auf jeden Fall oben noch ein Puzzleteil hinkommt. Ich wusste nicht, dass wir dazu alle umbringen müssen. No, das verbraucht Federn, aber anders kommt man da nicht hoch. Und hier sind Noten und das fette Teil da. Spawnt nicht in mir. Au, nein. Au, ist okay. So, wir schnappen uns erstmal das Puzzleteil. Das ist, glaube ich, am wichtigsten. Damit hätten wir das zweite Puzzleteil. Von 10. Ah, wenn ich noch an die Welten denke, die noch kommen. Weil, mir fällt gerade so ein, gibt es nur 9 Welten? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Wir haben schon 4 hinter uns gebracht. Heute folgt 5 und 6. Und danach 7, 8 und da gibt es nur noch eine Welt. Interesting. Geschenk. 10 Federn haben wir. Okay, hier ist eine Flugplatte auf seiner Nase. Aber bevor wir das machen, also ich glaube mir nicht, dass wir es überhaupt machen müssen, gibt es hier noch ein Puzzleteil zu holen. Und zwar hier drinnen. Da unten ist ein Schlitten, wer genau aufgepasst hat. Das werde ich später machen, erinnert mich dran. Schnappen wir uns das Teil und Mumbo-Schädel und Kadusch. Ah, das tut gut. Wir vergewaltigen den voll und dann... Ah, das tut gut. Ich habe einen Schlitten gefunden, ich trainiere für das große Rennen. Wir sehen uns, Freunde. Der läuft nicht zu seinen Kindern, wohlgemerkt. Nein, er hat Wichtigeres zu tun. Wo bist du, Puzzleteil? Puzzleteil? Leute? Es ist runtergerutscht. Ist mir noch nie passiert, ganz ehrlich. Jetzt rutscht mir nämlich automatisch auch runter, sobald er die Animation beendet hat. Wo lang können wir denn jetzt? Da war der Momo-Schädel, den ich noch einsammeln wollte. Und dann gehen wir mal weiter. Und holen uns die Honigwabe. Die leere, wohlgemerkt. So, hier müssten sich irgendwo Gummistiefel befinden. Irgendwo. Irgendwo, aber hier befindet sich auch noch ein Jinjo. Den darf man natürlich nicht vergessen. Und Noten. Die Noten im Wasser ist eine andere Geschichte, die holen wir uns gleich. Blick grad, komm, soll man schon alles machen, was man... Wo bist du? Ich hab dich gehört. Da. Verdammt! Fällt gerade so ein, wir haben was Wichtiges vergessen. Also ich... Woran ich mich die ganze Zeit immer noch dran erinnern wollte, aber, wir haben es vergessen. Elfin und da oben war ein Mumbo. Der Schneemann ist fett. Und wir landen da oben auf dem Besen. Dort seht ihr. Guckst du. Dich brauchen wir noch. Der Orange befindet sich da. Das ist kein Problem. Der Gelbe, wo war der Gelbe? Wo war zwar der Gelbe? Gehen wir jetzt mal hier den Weg lang. Man merke, Rot gleich Feder, Gold gleich Note. Und das geht so die ganze Zeit. Weil der Schal geht wieder bis nach unten. Achso, ist das... Achso, das ist die Honigwabe von da oben, die runtergefliegt ist. Ja, gefliegt. Das ist korrekt, also lasst mich.
Federn sind auch wichtig. Dann gehen wir einen Freund besuchen, der eigentlich uns noch nicht leiden kann. Noch. Das ändert sich aber noch. Im Laufe des Levels. Nur sind wir dann nicht wir, sondern jemand anderes. Diabolisch. So, wir gehen jetzt hier lang und springen da hinten hin. Eigentlich wollte ich schon direkt so machen, ich war nur etwas zu schnell. Aber egal. Ein böser Bär. Nein. Wir wollen da rein, ganz ehrlich. Wir müssen da auch nochmal als Banjo rein, das ist... Und wir hier sind auch nochmal Noten, glaube ich. Nein, aber ein extra Leben. Egal. Brauchen wir natürlich nicht. Nein. Der hat auf jeden Fall Puzzleteil der Hand, wenn es noch nicht aufgefallen ist. Was so ziemlich niemand sein dürfte. Haben wir das Geschenk geholt. Müsste man noch sehen können, oder? Nein. Also ich habe jetzt nicht das Geschenk gesehen. Wir müssen nämlich noch ein Geschenk holen. Oder zwei, je nachdem, wenn ich das eine übersehen habe. Oder vergessen. Mein Gott, Kamera spackt nicht drum. Ich habe mir... Habe ich zwei eingesammelt oder bis jetzt? Zwei habe ich eingesammelt, ja. Glaube ich. Wo sind jetzt hier die verdammten Gummistiefel? Immer hier oben. Oh, mein Finger verkrampft beim Drücken des Knopfes. Wenn wir so bleiben können. Manno. Wo sind die? Ich verzweifle. Oder müssen wir rüberfliegen? Das könnte sogar sein. Na gut, nicht wohl. Deswegen ist auch hier die Flugplatte. Wir wollen nämlich zu Mambo. Oder Mumbo oder wie auch immer man ihn nennen will. Und wir fliegen auch zu Mumbo. Ich weiß nicht, ob ich das hier als nächstes Projekt hochladen werde oder Half-Life 2 Episode 1. Da muss was drauf, ein Leben. Weil das sehr verlockend. Also das hier, Episode 1 habe ich noch nicht angefangen. Wäre aber auch kein Problem, das schnell zu machen. Wir sind beim Moment. Wir brauchen 15. Da oben ist der Jinjo. Und Noten. Alles wichtig. Jinjo, der letzte Jinjo ist in Vossas Höhle. Das Doofe ist, wir können als Banjo nicht da rein. Das heißt, wir müssen gleich nochmal da rein. Und wir landen jetzt hier drauf. Und wir verwandeln uns in... Ein Walross. Banjo jetzt ganz dick und groß. Und Zähne haben. Ho, 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 ho. Ja, auf jeden Fall sind hier auf der Seite welche. Blub, blub. Das mache ich irgendwie so ein bisschen aufregend. Als die meisten Verwandlungen ist man voll lahm. Hm, wir müssen jetzt gleich ein tolles Rennen noch bestreiten. Es wird spannend. Zwei Puzzleteile gibt es, also es gibt insgesamt in dieser Welt drei von Boggy. Ja, gibt es. Gibt es. Und wir müssen, glaube ich, beim Start oder, ja, beim Start befinden sich die letzten Noten. Hätten wir die schon mal hinter uns. Da müssen wir auch jetzt genau hin. Ich denke mal, ich mache das als erstes. Ich will noch nicht mit dir reden. Das sind die Noten. Die ich schon öfters mal gesucht habe. Und tatsächlich alle Noten in der Welt gefunden. Ja, Applaus. Well. Kollege Walross, Lust auf ein Rennen, dann hüpf auf den Schlitten. Ja, wir fahren jetzt ein Schlittenrennen. Super, jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalomstangen lenken und schneller sein als ich. Alles klar, 3, 2, 1, los. Wie ist das Handling so? Ich weiß es nicht. Ich habe so einen Joypad mit meinem Analogstick, aber dennoch ist das komisch. Mein Gott! Mein Gott! Mein Gott! Ist mir schon mal passiert, sie hat mich hier eiskalt runtergedrängt. Es ist nicht schlimm, dass er jetzt etwas schneller ist als wir, das kommt noch. Jung.
Ist immer so, da muss man sich gar nicht aufregen. Das passt. Jump! Oh Gott, die Brücke habe ich gehasst. Wenn hier runterfällt, ist man sofort... Ja, sage ich jetzt mal tot, aber... Ich meine, man hat verschissen. Genau, das meine ich. Er drängt einen eiskalt weg davon. Und dann, wenn man das einmal verpasst, ist man eigentlich am Arsch. Ich hasse diese Rennen eigentlich. Ich habe das schon mal erwähnt. Wenn nicht... Ja, oh, heu rum. Mieser Cheater. Einfach eiskalt einen wegdrängen wollen. Wir haben zumindest das erste Rennen gewonnen. Du Scott, Kumpel, Respekt, hier ist deine Belohnung. Ich suche mir einen schwächeren Gegner. Und das wäre Banjo und Kazooie an sich. Denn... Ja, normalerweise hätte gesagt, ihr seid viel zu leicht, ich mag euch nicht als Gegner haben. Wasser! Wow, noch einmal raus. Nimm das, aber nimm dich in Acht vor dem stinkenden Bär und dem doofen Vogel. So, das war simpler als alles andere. Lass mich mal überlegen, was gibt's noch? Jinjo Puzzleteil kriegen wir gleich noch. Eins von Boggy kriegen wir gleich noch. Und... Hi Kumpel. Schau dich in Wassers Höhle um. Ja, ruhig um, ein wenig um. Was gab das letzte Puzzleteil, Gott. Hier müssen wir sogar noch als Walross rein. Denn hier gibt es noch eine Besonderheit. Unter Wasser. Wenn wir nicht hingekommen mit Banjo-Kazooie an sich. Mein Gott, was ist das? Was ist das? Wuhu. Lass mich mal überlegen, es gibt... Das macht mich gerade stutzig. Hoppla, falsche Taste. Das macht mich gerade etwas stutzig. Freezy Z Peak. Bubble Goof Swamp. Clankers Cavern. Treasure Drop Cove. Momo's Mountain. Wir haben alle Honigwaben, aber... Ich, meine Rechnung zufolge, wir kriegen jetzt im nächsten Level... Oh ja, stimmt, kommt noch ein bisschen. Du hast ein Level aus der Acht gelassen. Ich war schon direkt beim übernächsten. Ja, kommt rein. Das ist der Jinjo. Und dahinter befindet sich der legendäre Eisschlüssel. Vielleicht werde ich mir die Mühe machen, die Codes einzugeben und euch das dann nochmal zu zeigen. Naja, wer weiß. So, lasst mich überlegen, was gab es noch für Puzzleteile? Ach ja, ja. Stimmt. Dann gehen wir jetzt erstmal noch... Obwohl, das können wir nach dem Weg nach draußen machen. Wir haben alle Noten, alle Honigwaben, noch die drei Puzzleteile. Ja. War noch drei. Ich hab's wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis, gerade im Moment. Blub, blub, blub. Yay. Und rein da. Rückverwandlung. Wann gibt's denn die nächste Verhandlung? Oh Gott, wie viele muss ich denn da noch finden? In Gobbys Valley gibt's zum Glück keine, aber danach die Welt gibt es eine. Die noch euch unbekannt bleiben wird. Ja, habt ihr richtig gehört. Wir brauchen dich. Mein Gott, nein. Ne. Oh, falsche Taste. Nein. Wir müssen jetzt nach da drüben, zum Start. Dann ging Boggy antreten. Hey Kumpel, wie wäre es mit einem Wettrennen? Mit A geht los, Feige würden, während drücken B. Natürlich. Spielregeln sind ja einfach. Ja, wir kriegen jetzt die... Die braucht man dafür. Man könnte es alternativ auch ohne probieren, aber dann wird man sofort ablosen. Lustig ist, diese Schuhe halten ewig. Bis das Rennen vorbei ist. Njong. Njong. Ist aber etwas schwieriger zu steuern. Dafür sind wir aber derb schnell. Aber er holt auf. Wieso holst du auf? Das ist illegal. Das darfst du nicht.
Wenn man ihn berührt, der ist er so grimmisch wie so ein von diesen komischen Viechern hier, die Blinklichtfresser. Und oh mein Gott. Ja, heul rum. Unglaublich, auch das hier beim ersten Versuch. Oh mein Gott, was war das? Mist, wieder verloren. Hm, nimm dieses zweite Puzzleteil. Wo habe ich nur die Geschenke für die Kleinen verloren? Ja, ich sollte aufhören, das nachzumachen. Das ist nämlich nicht cool. Oh Gott, wir wollen erstmal das Teil haben. Und wie viel haben wir dann? Lass mich noch nachgucken. 8. Warum 8? Ach ja, Jinjo Puzzleteil war das noch. Und wir können jetzt nach Wasser rein. Das liegt jetzt alles noch auf dem Weg. Das ist eigentlich perfekt so gemacht. Die Linie finde ich. Federn, eiskaltes Wasser. Na, was aber ist? What's up? Schon wieder. Da hoch von mir. Ja. Seht ihr im Hintergrund? Seht ihr den Eisschlüssel? Den Legendary Ice Key. Oh, das mache ich mal Screenshot. Nein. Wir bringen jetzt noch die Geschenke weg. Ich denke mal, wir haben alle. Wenn nicht, muss ich noch suchen gehen. Offscreen dann wahrscheinlich. Und dann gucken wir mal weiter. Der Ausgang befindet sich da. Nein, fliegen tun wir nicht. Wir sind zu Fuß gut unterwegs. Dann haben wir schon mal die Hälfte meiner gemacht, was ich in dieser Aufnahme machen wollte. Ja. Und hier lang. Yay, alles nur auf einem Bein. Okay, das waren jetzt zwei. Und hier hinter müsste sich noch eigentlich was befinden. Doch nicht nur Eier, oder? Ach egal, dann holen wir uns einfach nur die Feder. Und das ist das Iglo von denen halt. Team ist jetzt auch Gobby, Gobby. Boggy. Das kriegst du. Das kriegst du. Und das Blaue habe ich dadurch auch eingesammelt. Und das kriegt ihr. Jawohl. Die Musik ist jetzt so traurig. Hört mal, und jetzt auf einmal. So, das ist für dich. Na toll. Die Kleinen sind heute so anstrengend. Boggy braucht immer etwas Schlaf. Und wir schnappen uns das Puzzleteil. Yeah, joi. Mein Ofen ist gerade ausgegangen. Ach egal, also meine Heizung. Okay, wir haben das hier geschafft. Alle Noten, alles wieder. Die Welt ist zu 100% komplettiert. Die Bestleistung für diese dieser Welt trägt nur. Nein. Wir wollen hier lang. Wir wollen da hoch. Immer noch. Dann schreiben wir uns. Kaboom. Sind hier drin, ne? Und da geht's höher. Was war hier? War hier direkt der Schalter, oder? Hier ist der Schalter. Was war ganz oben? Was war ganz oben? Ach so. Sonst noch was? Nein. Mein Gott. Ihr bietet mir die Stirn. Euch fehlt dazu das Hören. Ja, Grunti. Hier müssen wir auf Speed achten, weil schnapp uns die und ich habe eh schon zu viel Zeit vergeudet. Und noch mehr. Es ist unmöglich. Nein. Okay. Wäre ich nicht so blöd einmal kurz da im Krankenhaus gelaufen und einmal gegen die Wand gelaufen, dann hätten wir es locker geschafft. Leider geht die wirklich nur nach begrenzten Zeit kaputt. Fällt mir gerade ein, welches Puzzleteil war das denn? Hoppla, falsch. Welches Puzzleteil war das denn? Das müsste doch das gewesen sein, oder? Ich überlege. Ja. Weil es gibt zwei Puzzleteile, die so gebaut sind. Nein! Och, Leute, das kann man schon vergessen. Was ist das denn für eine Scheiße? Nein. Na, ich hasse es. Das ist eins der behindertsten Teile, die man so anordnen kann. Na toll. Ich bin brillant. Ich schaff das schon wieder nicht und du stehst da im Weg.
Was ist das denn? Du musst nicht direkt hochgehen. Junge, du behindertes Kackvieh, stirbst jetzt! Mein Gott, ich hasse sowas. Und ihr kennt mich, ich werde leicht aggressiv. Und besonders, wenn da so ein komisches Spastenviech ankommt. Soll ich einen Job suchen und nicht hier einfach so rumgammeln? Hm. Ich finde sowas lächerlich. So zeitgetriggerte Puzzleteile. Dafür gibt es nur eine Sache in der nächsten Welt, die im nächsten Video gezeigt wird. Nicht Gobbys Valley. Nein, die nach Gobbys Valley. Und schon wieder gegen die Wand gelaufen. Was ist das denn? Wie kann man es nur behinderter machen? So ein Puzzleteil, das eh schon scheiße schwer ist. Noch Gott, ey! Ich hasse sowas! Mann! Ich hab keinen Bock, das jetzt tausendmal probieren. Ich würde die Aufnahme nur unnötig länger. Das ist dumm. Dumm und unnötig. Letztes Mal, sonst mache ich es offscreen. Ja, sieht gut aus. Wir müssen für das Puzzleteil hier lang fliegen. Und wenn ich jetzt hier lande, dann bringe ich dieses Spiel um. Das letzte Puzzleteil befindet sich da oben. Mein Gott. Entschuldigt, dass ich so abgegangen bin. Ich hasse aber sowas. Was ist das denn? Fliegt doch einfach durch dieses scheiß Loch und lande nicht. Weil ich habe noch was vor, direkt zu machen. Damit ich mich später damit nicht befassen muss, auch wenn das eigentlich nichts ändert. So, wir können hier oben noch drauf. Könnten. Da oben ist auch diese. Und zwar das Auge, da seht ihr das? Es ist weg. Niemand wird daran was ändern können. Wir können direkt eigentlich schon weitergehen, aber nein, wir gehen erst hier unten lang. Und ja. Oh mein Gott, kurzer Cut, den ich aber irgendwie falsch angesetzt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, das Teil zu holen. Dann verätze ich mir halt die Füße an den Sandwürmern. Nur wir Sandale können den heißen Sand. Ja, ja, bla, halt die Klappe. Nicht in dich. Dich interessiert niemand. So. Erster Jinjo, leicht zu übersehen. Eier sind hier unten. Nur nein, ich will nicht ins Wasser. Nein, ich will nicht ins Wasser. Gobbys Valley, was soll ich dazu noch groß sagen? Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh, ich habe hier zu wenig Fehler mal wieder für alles eigentlich. So, kommt her, komm her, komm her, komm her. Ja. Ich habe hier mal wieder keinen Plan, wie ich jetzt hier vorgehen soll. Das heißt, ich hole einfach auf Freestyle-Art. Natürlich falle ich genau hier rein. Das ist das Leben, das brauchen wir nicht. Wir wollen die Noten haben. Meine Werfer zieht schon solche Noten und... Okay, Mumbo-Schild. Hi. Gibt es nicht. Ich habe ihn berührt, aber egal. Schaffe ich nicht. Nein, nicht dein. Nein. Ach egal, gut. Wir haben uns das erste Mal dieses dumme Teil. Mein Gott. Nein. Erstaunlich über den Sprung, aber egal. Und nach da drehen und hoch. Flugplatte.
Wo ist denn mein Schädel? Da. Wir jumpen jetzt einfach hier rüber. Drehen uns dahin und machen. Und dann hier rüber. Und dann ziehen wir auch wieder genau dahin. Und okay, eins hat es gereicht. Und dann hustet er oder niest er Gesundheit übrigens dazu. Und dann ist es offen. Und dann... Jinxie heißt er übrigens. Ja, Jinxie. Und dann machen wir... Fliegen und landen. Wunderschön. Und gehen dann mal erstmal hier rein direkt. Hier befinden sich auch noch 1, 2, 3, 4 Noten oder so. Schneiden wir uns erstmal die Noten. Die unten sich befinden. Da hinten befindet sich auch noch eine fette, fette Hand. Komm her. Ich hab Angst vor dir. Ja. Yeah. Na drüben befindet sich noch eine Note. Oh mein Gott, was bist du? Jump. Und wir haben das hier. So, es wird nervig, was wir jetzt hier machen müssen. Ja. Getroffen, zählt als Treffer. Hallo, Jinjo. Und wir müssen weiter. Und landen hier. Dann ist da auf der anderen Seite. Verdammt. Ich wollte mich mit C drehen. Nein. Doof. Wenn ich mich erinnern kann, wurde das jetzt immer weniger mit der Zeit, die wir haben. Jetzt aber. Man kann mit dem Teil präzise zielen, wusstet ihr das? Und schnappen uns das erste Puzzleteil. Nichts passiert. Ich mag den Glitchbug, was auch immer wie es nennen mag, mögt. So, das war das. Und nun gehen wir hier wieder raus. Und nun, was machen wir als nächstes? Na, ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, wir machen jetzt erstmal das. Ich gerade Bock dazu habe. Warte mal, sind die Teile neu gespawnt oder habe ich die nicht eingesammelt? Ich weiß es gerade nicht. Nein, ich habe sie noch nicht eingesammelt. Wir befassen uns jetzt mit den antiken Einen. The Ancient Ones. Hier durch. Fliege durch die Ringstatuen. Um eine goldene Belohnung zu erhalten. Die nächste war da drüben. Los, nicht irgendwo landen. Dann hatten wir das schon mal. Nein, Landung runter. Und nach da. Und bin ich cool. Nein. Ich glaube, ist noch nichts passiert. Oh. Lame. Es gibt viel zu viele von euch. Wusstet ihr das schon? Sehr gut, Sterblicher. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Und die Jingle hört man so oft in diesem Spiel. Deswegen muss ich erstmal nachher wieder ein bisschen Pause davon machen. Nein, Scherz. So, wir befassen uns dann direkt mit einem anderen Puzzleteil. Da seht ihr, aus der Distanz ist das da unten offen. Das ist auch, kann man auch öffnen, aber nicht wir und nicht heute. Ja, danke, dass die Zeit in der Animation läuft. Ach, loslassen! Depp. Und dann da rein. Hier sind auch Noten drin, ne? Nicht vergessen. Noten wichtig, sehr wichtig.
Wir reden gleich erst mit dir. Wir dürfen die Noten hier bloß nicht vergessen. Und dann hier hoch. Und nun reden wir mit dir. Hallo Freunde, ich bin Rubel. Kann ich euch helfen? Wir suchen Schätze, du Flöten, irgendwas. Das trifft sich. Ich sehe da oben nämlich einen Schatz. Er gehört euch, wenn ihr an ihn herankommt. So. Schon mal merken. Das Viech da, was er da hat, hat König Jingaling aus Banjo-Tooie als Haustier. Also, das ist auch schon mal was für Banjo-Tooie. Da wie wir da hochkommen? Ich hab nicht getroffen. Ich möchte dich wieder haben. Ich bin schlecht. Und so viele Eier haben wir nicht zur Verfügung. Zwei Stück. Zwei Stück. Neun. Zu viele Eier. Und nochmal. Nein, ja, geht doch. Wir könnten auch an der Schlange hochklettern. Aber so geht das bei weitem einfacher. Und wir schnappen uns das Puzzleteil, welches sich da oben befand. Und das war schon. Ich möchte dann hier noch klettern. Ich sagte klettern. Yeah, stylisch. Das war nur ein kleiner Zeitraum damit, weil das auch nicht so schwer ist eigentlich. Und das hätten wir erreicht. Es geht, die Tür bleibt offen. Alles klar. Schnappen uns hier wieder Noten. Und machen dann hier die nächste Aufgabe nachher. Oder nein, die Tür hat sich jetzt gerade geschlossen. Out of order. Geht das eigentlich jetzt schon? Ja, es geht schon, aber wir machen das nachher, wenn es einfacher ist. Ja, es kann auch einfacher werden. Nein. Wir sterben, alles klar. Wie du willst. Ich führe trotzdem nochmal zwischendurch Cuts ein, auch wenn ich jetzt besser aufnehmen kann. So müsste es eigentlich sein. Weil da ich gestern ja mich drauf verlassen habe, dass es noch immer so ist, wurde es wieder etwas asynchron. Einige Parts meines Up-Videos, meiner Videos. Es waren ja mehrere, die ich jetzt aufgenommen, also getrennt hatte. Nicht so wie das eine Stunde geht. Eine Stunde Banjo-Kazooie von Crystal Let's Play, alles klar. Nee, das ist lame. Da unten können wir auch später erst hin. So, als nächstes nehmen wir die Challenge an. Dazu brauchen wir eh die Turbo-Treter, die sich hier oben befinden. Hallo Turbo-Treter. Die wir uns jetzt schnappen und dann sprinten wir. Jetzt kann ich eigentlich Z-Trigger loslassen. Und das ist unser Ziel. Wir müssen innerhalb dieser Zeit, des Zeitlimits, das eh schon schön abläuft, während wir hier noch warten dürfen, abläuft, nach oben rennen. Und es schaffen. Was immer sehr knapp wird, finde ich. Mein Gott. Spannung pur. Geschafft. Blub. Jawohl. Und oh mein Gott, ein Smiley Face. Und Mumien. Die wir bis jetzt nur von außerhalb von... Also in Grundhildas Reich, aber die können unter Wasser laufen, was ich faszinierend finde. Ich hätte gerne diese Note. Ich sagte, ich hätte gerne. Nein. Ja, genau. Jetzt dränge ich mich noch in eine Ecke, wo ich gleich nicht mehr rauskomme. Alles klar. Du hässliche Missgeburt. Ist doch wahr. Ernsthaft, ich reg mich über sowas auf, weil das so einfach sinnentfreit ist. Jetzt wird das Wasser entlassen. Freiheit für das Wasser. Das Lustige ist, man da kann diese Viecher nicht töten. Diese Mumien. Nur halt mit Goldfedern. Das ist dumm. Naja, egal. Und das Puzzleteil hier. Und die hören sich genauso an wie diverse andere Gegner. Die wir noch sehen werden. Und nun machen wir das, was ich nachher verschieben wollte. Und hier ist nämlich jetzt Wasser drin. Und wir können jetzt hier unten lang tauchen. Und uns die Noten, ein Momo-Schädel und ein Ginger, glaube ich, einzusammeln. Welches sich alles hier so befindet, so rundum. Ginger! Mann, da fehlen aber noch einige.
War's das jetzt? Sind wir einmal rum? Jo, wir sind einmal rum. Und dann tauchen wir hier wieder auf. Und genau da wollte ich auch hin. Hallo. Drei Stück. Njam, njam, njam. Und da kommt eine Pyramide langsam aus dem Boden raus. Oh mein Gott, das Teil taucht woanders auf. Ja, Banjo-Kazooie, was soll man dazu sagen? Es ist ein richtig geiles Spiel eigentlich. Für Nintendo 64. Das ist episch. Ja, beweg dich nicht. Ja, Eier. Die gehen jetzt hier langsam wieder zur Neige, genau wie meine Fee. Und da kommt dann wieder eins raus. Da befinden sich ja genug Eier eigentlich. Blub. Na Gott, das Teil ist kleiner geworden, glaube ich. Die Fläche, wo ihr drauf stehen kann. Und raus hier. Friss das. Und die Pyramide ist draußen. Yo, man. Auf geht's. Wir gehen in diese Pyramide hinein. Aber vorerst hole ich noch was. Hallo Momoshell. Und dann geht's hier rein. Dies ist die Grabstätte des Königs Sandy Butts. Sandarsch. Verschwindet oder ihr werdet euer blaues Wunder. Okay, nein, Schatz. Wir laufen hier amok. Oh mein Gott! Wie ging das Labyrinth nochmal? Ich habe keine Ahnung. Naja, wenn wir die Zeit nicht, wenn wir es nicht in der Zeit hier rausschaffen, sind wir tot. Ganz einfach. Tot. Da ist der Ausgang und ich bin schon falsch abgebogen, aber egal. Ja, ist ja gut. Ah, geil. Aktivieren wir den schon mal? Ich mache 100%. Ich habe das Puzzleteil zwar schon eingesammelt. Dö, ist nichts drin. Grabräuber waren schon am Werk. So. Ich hatte hier früher mal voll Panik durchzulaufen. Aber vom Prinzip her ist das ganz simpel. Wir müssen jetzt hier lang. Wie lang und sind frei. Unglaublich. Der dicke Bär hat es geschafft. Das ist ein Puzzleteil. Hallo Puzzleteil. Mein Puzzleteil. Danke. Vier Stück. Hier ist auch ein Jinjo und Goldfedern. Aller Art. Ja, komm. War der Jinjo hier? Nein. Dann war er hier. Okay, der grüne Jinjo, weiß ich sogar noch, wo der ist. Das heißt, wir hätten das jetzt gleich hinter uns. So, wir sind wieder frei. Da müssen wir noch was machen. Na komm, da komm. Ach, geht doch. Aber der freut sich nicht so früh, wenn wir diese Welten alle hinter uns haben. Ich aktiviere ich gleich erst, weil ich keinen Bock bis jetzt auf dich habe. Wir holen erstmal noch ein paar andere Sachen. Ja, komm. Mir geht's nur um die Noten gerade hier. So, geht doch. Zack, zack, zack. Und wir holen jetzt den Jinjo, der sich hinter in dieser Pyramide befindet. Und aktivieren ein besonderes. Ein besonderer Schalter. Einmalig. Gibt's nur hier. Blink. In einem O-förmigen Kaktus erscheint eine leere Honigwaffe. Und nun jumpen wir hier rein. Und holen dich. Und schnappen uns das Puzzleteil. Und gleich suchen wir einen neuen Kumpel, der, oh Gott, aus einem neuen Spiel ist, aus Banjo-Tooie ist, oh, also in Banjo-Tooie auf jeden Fall vorkommt. Da drüben, das ist er, das ist Gobby. Genau. Nein, was ist das denn für eine Kacke? Nein, ich will hier raus. Och. Was soll das denn? Was ist denn das für eine schwule Scheiße? Teil das einfach, verschwinde dann über mir auf, dass ich nicht mehr hochkomme. Alles klar. Aber sonst geht's euch noch gut, ne? Ich hatte hier vorgehabt, nicht zu sterben. Eigentlich. Das Teil fährt nämlich hier bei Gobby vorbei und wir befreien den Guten dann mal. Darüber freut er sich so. Dann glaube ich, gebe euch das hier.
Vielen Dank, hier ist eure Belohnung. Ich gehe jetzt nicht mit. Kühl. Ich habe mit Trunker noch nicht gesprochen, was aber nicht so schlimm ist. Schluck das Puzzleteil runter, Kazooie. Hier warte ich jetzt auch nochmal, anstatt dass ich nochmal runterfalle und deswegen sterben sollte. Weil ich hatte eigentlich nicht vor zu sterben, weil wir sonst alle Noten verlieren. Und darauf habe ich eigentlich keine Lust, um ehrlich zu sein. Und wir hätten den Schalter mal aktivieren müssen. Hier kann man wenigstens ein bisschen vorsprinten und dann einfach eiskalt reingehen. Hier befindet sich so eine Art Minispiel, nenne ich es mal. Es ist Memory. Ja, der stört hier sonst nur und ich brauche Energie. Also ist mir das eigentlich so ziemlich wurscht. Wir müssen Memory spielen. Nein. Ja, komm. Woll nicht rumspielen. Geht doch. Note haben wir schon gesehen. Hier, was bist du? Kazooie. Banjo. Banjo und Banjo. Mumbo. Ei. Honigwabe. Kazooie, 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 Kazooie war hier? Hier war Mumbo. Mumbo war hier. Kazooie war dann hier und Kazooie war hier, glaube ich. Nein, natürlich nicht. Kazooie war da und da. So, Ei und Honigwabe ist da unten noch. Honigwabe ist da und Honigwabe müsste hier sein. Nice. Jinjo. Jinjo. Ei. Und Ei. Ja. Puzzleteil. So. Wir müssen noch ein paar Noten finden. Ich weiß noch sogar, glaube ich, wo die sind. Und nun. Ich mache das immer anders, als ich denke mal, der offizielle Lösungsweg war. Mein Gott, Hand. Lass mir in Ruhe, Hand. Nein, ich gebe dir kein High Five. So, hier ist etwas Fieses. Diese Bienen, die habe ich noch nicht gezeigt. Die werden uns dann jetzt töten. Und die machen... sind eigentlich relativ fies. Aber mit einem gewissen Skill und Goldfedern kriegt man diese klein. Schnappen uns jetzt erstmal die hier und dann... Genau, du Mistgeburtenviech! Mann! Sowas regt mich einfach auf. Dass sie mich einmal nicht in Ruhe lassen sollen. Was habe ich denn getan? Man kommt hier in eine Welt und muss sterben. Ist doch wahr. Genau. Lass die Enemy. So, wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal triggern. Da. Grubber hat ein feines Puzzleteil. Ja, möchte ich haben. Nein. Böser Grubber. Nein, so ist Grabber halt. Und wir machen jetzt erstmal noch die anderen Puzzleteile, damit wir gleich alles aus der Luft regeln können. Ja. Ich nehme das immer mit der Flugplatte, dieses dumme Puzzleteil von dem komischen Typen. Da ist er. Gobby! Der Baum hier sieht mächtig durstig aus. Okay, helfen wir ihm. Ah, tut das gut, Drunker geht das wieder prächtig, danke. Ja. Das war Aufgabe. Yeah. Puzzleteil Nummer 8. Lass mich nachdenken. Grabber und... Was waren die anderen Puzzleteile? What the fuck? Das hier drin haben wir. Das wäre nur noch eine Honigwabe. Ja. Oh, nachher.
Die antiken Eilen. Wieso habe ich das noch nicht eingesammelt? Oder habe ich gesagt, machen wir später, weil ich das nur machen wollte. Ja, so wird es wohl gewesen sein. Holen wir es jetzt erstmal. Versuche ich zumindest Grabbers Puzzleteil abzunehmen. Luftangriff. Ich denke mal so, ich weiß nicht, manche können das auch mit diesem Kumpel mit den Turbostretern. Ich nicht. Sind bis jetzt immer so gut. Oder auch nicht. Ich zu langsam. Ja. Ich zu langsam. Mhm. Tschüss. Das war jetzt cool. Ich sag nichts dagegen. Hör mal, Hintergrund. Da überschneidet sich gerade ein Sound. Das hört sich psycho an. Ich bin mal kurz leise, dann könnt ihr es besser hören. Das sind die Turbo-Sneaker-Melodie und die normale Weltmusik. Was geht? Ich glaube, es ist doch geplant mit Turbo-Sneakern. Okay, die Musik geht nicht weg und wir haben alle Noten. Ich verlasse die Wüste und suche mir eine neue. Das schattiges Plätzchen. Mann, die Musik ist gerade voll verbuggt. Und wir haben eine neue Energieleiste. Also einen neuen Energiebalken. Wir wollen mit dir fahren. Lol, warum ist die Musik kaputt gegangen? Was das geht. Frag mich bitte nicht. Warum? Ist das psycho, wenn jetzt alle drei Musik werden? Und sind sie sogar. Also, die beiden sind jetzt von beiden Schuhen. Guck. Lol, ich hoffe, das geht jetzt gleich wieder weg, weil ich habe keinen Bock, das jetzt für den Rest meines Lebens zu hören. Ist zwar eine geile Melodie, aber... Nein, danke. Geht doch. Schauen wir uns die Statistik kurz an. Und das reicht, 7 von 10. Momos Mountain. Für Dwarf Cove. Kleines Cavern. Oh, 3,5 Stunden im Bubble Group Swamp verbracht. Holy. Freezy Peak waren 25 Minuten. Gobbys Valley auch. Okay, das wollte ich nur nachgucken. Ja, ist nun 100 Noten. Alles klar. Und jump. Und zieh sie aus. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie kommen wir in die nächste Welt? Ah, ist doch ganz klar. Wir müssen jetzt erstmal einen kompletten Umweg gehen. Ich werde natürlich erstmal diese Welten öffnen, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Die nächsten zwei werde ich versuchen zu öffnen. Und dann geht's weiter. Im nächsten Part sozusagen. 450 und wir haben 600! Da oben rechts bei mir thront Traps in der Ecke. Deswegen, das seht ihr alles nicht, aber egal. So, wir sind in einem neuen Gebiet. Oh mein Gott. Spoiler, da oben ist die Tür zur letzten Welt. Ja. Und ab geht's. Wir müssen jetzt erstmal wieder etwas tauchen. Ich versuch's diesmal in der richtigen Reihenfolge zu machen, weil es mir nämlich was aufgefallen. Hierfür, für diese Welt. Die hier kommt, das ist Rusty Bucket Bay. Und Rusty Bucket Bay ist einerseits cool und andererseits scheiße. Ich hasse diese Welt eigentlich, aber sie ist cool. Auf irgendeine Art und Weise. Naja, wir werden ja sehen. Oh mein Gott. Da oben. Guess what? Kann man durch. Ja,
Ist eine Tatsache. Das habe ich bis immer nie gemerkt. Ich habe immer erst einen anderen Weg gemacht. Und hier ist das nächste Bild zur nächsten Welt. Mad Monster Mansion. Triple M. Das habe ich noch nicht gezeigt. Da können wir aber hin. Aber Mad Monster Mansion. Unser nächstes Ziel. Hier geht's aber noch weiter. Ja. Für sowas mache ich das. Ich möchte mal überlegen, man kann da schon mal rein. Da muss man zumindest einmal das steigern. Da lang. Und wieder hier lang. Ja. Oh mein Gott, das Schwarze. Tiefe Schwarz. Ich habe Angst vor dem Fisch. Nein, habe ich nicht. Aber dennoch, er ist nervig. Komm hier schon vorher hoch. Fisch, böse, aus. Hier ist ein Mumbo-Schädel. Seit wann das? Seit wann ist hier ein Mumbo-Schädel? Wahrscheinlich schon immer und ich habe ihn nur bis jetzt noch nie gemerkt. Und eingesammelt somit. Oh mein Gott, Fisch, aus. Okay, dann kann ich leider Rusty Bucket Bay noch nicht öffnen. Aber macht ja nichts. Dann haben wir jetzt erstmal viel Spaß mit Mad Monster Mansion. Im nächsten Part. Ich laufe jetzt noch zum Mad Monster Mansion natürlich hin. Und tue ich mir weh? Oh, ja, natürlich. Oh mein Gott, was war das? Lol, lass mich da rein. Hiernach geht's auch zum Mad Monster Mansion. Wofür wir auch wieder viele Mumbo-Schädel brauchen oder Mambo oder wie auch immer. 25 Puzzleteile haben wir sogar noch übrig. Hier verschwinden die ja. In Banjo-Tooie bleiben die erhalten. Da geht's später lang für uns. Ich werde euch das natürlich zeigen, was sich dort befindet. Zumindest Banjo-Kazooie wird ein 100% Run. Oh, ist noch so schön leer. Da ist die Mad Monster Mansion. Aber vorher möchte ich kurz noch was machen. Es ist wichtig für das weitere Spielgeschehen. Was man irgendwie nicht so direkt drauf kommt. Wir hauen erstmal das Tor hier weg. Und das war's. War hinter nicht noch ein Schädel oder zumindest irgendwas? Ja, du. Ich war doch mal mehr. Mein Gott. Geht das? Ich komm da hoch, ich krieg das hin. Ah! Ja. Hier, wir stehen vor Mad Monster Mansion und im nächsten Part werden wir uns dieses Level vornehmen und das darauf folgende. Also, haut rein, Leute. Bis später und ciao.